Servus Freunde, ich bin's Kuni. Für alle, die neu auf meinem Kanal sind, ich war 4,5 Jahre Einsatzbeamter im Kommando. Das heißt, ich war SEK-Einsatzbeamter. Wir reagieren heute das erste Mal auf Wunsch meiner Community auf ein Airsoft-Video und zwar von einer Person, die ihr wahrscheinlich alle kennt, Fritz Meinecke. Und zwar ist das die Dark Emergency, so heißt das Event. Ist ein CQB-Video. Ich freue mich total darauf, was uns da erwartet. Ich finde das interessant, sage ich einfach mal. Und ich würde einfach sagen, wir starten sofort rein. Da muss ich einmal schon ganz kurz zurück. Immer schwierig, ne? Hier geht eine Waffe hoch, nur um das mal gleich so kurz einzuordnen. Man kann hier nicht so wild durch die Gegend zielen, wenn hier noch Kameraden im Weg sind. Aber wir müssen das jetzt auch trennen, das ist mir hier ganz wichtig. Natürlich geht es hier teilweise auch ein bisschen um Taktik, aber es geht ja auch nicht darum, hier irgendwen zu bashen oder so. Das ist absolut nicht mein Ziel. Wir müssen hier ganz klar trennen zwischen Sport und realem Feuerkampf. Also das sind nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe. Man kann hier sicherlich ein bisschen, ich sag mal, krassere Aktionen wagen als im echten Feuerkampf, weil es hier einfach nicht um Leben und Tod geht. Trotzdem wollen wir uns natürlich, so sehen die auch alle aus, so sind die alle gekleidet, ein bisschen taktisch bewegen. Und dazu gehört dann auch einfach, dass wir nicht mit dem Lauf auf unsere Kameraden zielen. Das ist natürlich mega in so einem Event hier mit so einer, was ist das, eine Rauchgranate? Ein Nebeltopf wird jetzt. Ja, das ist schon auch krass im Gebäude. Also ich finde es mega, wenn die hier so mit solchen Sachen rumhantieren, das ist ja der Hammer. Er hat hier gerade keinen Auftrag, dabei könnte er jetzt hier schon cross sichern. Er sichert mit einer Hand, okay. Geht wahrscheinlich mit den Pistolen auch ganz gut, macht man sonst so nicht. Jetzt wird cross gesichert, aber dann habe ich auch den Sicherungsauftrag, dann verlasse ich auch mit meinen Augen diesen Sicherungsauftrag nicht. Okay, zwei Mann, einer links, einer rechts und der Rest fliegt nach links. Stopp nochmal. Das war nicht gut. Ich muss nur mal kurz hören, was sie sagen. Okay, zwei Mann, einer links, einer rechts und der Rest fliegt nach links. Zwei Mann, einer links, einer rechts und der Rest schwenkt nach links. Okay, bevor wir in die Einzelheiten gehen, schauen wir mal, ob das grob gepasst hat. Einer links, einer rechts, der Rest schwenkt nach links. Ja, da haben sich genau jetzt mit diesem Kamerad hier, den man verschwommen sieht, noch drei Leute bewegt. Das war nämlich Fritz. Dann, ich würde an der Stimme fast sagen, müsste das Bommel gewesen sein. Und dieser Kamerad hier, da standen ja aber noch mehr um die Ecke. Also einer links, einer rechts hat schon mal nicht ganz gepasst. Und der Rest schwenkt nach links, hat auch überhaupt nicht gepasst. Aber gehen wir mal in die Einzelheiten rein. Wenn wir wissen, dass der zu Bekämpfende... Wenn wir wissen, dass der zu Bekämpfende in dieser Richtung ist, dann macht es auf keinen Fall Sinn, jetzt zu kreuzen. Weil das ist das, was ich halt schon ein paar Mal auch in den anderen Reactions gesagt habe, ist, er wird jetzt ihm hier kompletto paletto durch die Feuerlinie rennen. Ja, also durch die Schusslinie. Und er müsste dann erst warten, die Waffe kurz hochnehmen, wieder runter, dann wieder reinstechen. Da würde es mehr Sinn machen, wenn er jetzt den Weg hier rumtritt. Oder wir halt... Nee, sage ich jetzt aus Absicht nicht zu. Ich würde es jetzt erstmal so stehen lassen, wir sichern erst cross und schwenken dann beide um und stellen uns dann links am besten mit mehreren Waffen zu zweit gleich in die Feuerlinie und bekämpfen auf dieser Seite hier die Gefahr und gehen dann in diese Richtung. Aber da würde ich erst immer die Prio auf die Seite legen, wo die Gefahr her ist, bevor ich versuche, hier hinten einen Raum zu erreichen. Was auf jeden Fall super unpraktisch ist, ist, dass er eben durch die Feuerlinie rennt. Das ist nicht clever, aber es ist halt auch ein bisschen dem geschuldet, weil die beiden hier die einzigen sind, Fritz und Bommel, die überhaupt was machen. Und da stehen so viele Kameraden in dem Moment, die auch irgendeinen Auftrag übernehmen könnten und die werden da komplett hingelassen und müssen diese Lage alleine lösen. Das ist auch super schwer. Also das ist sehr, sehr schade, dass die da so hingelassen werden. Das gefällt mir auch nicht, ne? Also dieses... Immer hier irgendwie in Sportschützenhaltung die Knarre da um die Ecke halten, das ist halt... Das geht, weil es Airsoft ist, aber das würde natürlich beim realen Feuerkampf nicht gehen. Und also
Stopp, das würde gehen. Und ich weiß von einem Kollegen, der in Afghanistan war, auch, dass das teilweise so praktiziert wird, weil das dann vielleicht mal sicherer ist, um einfach nur um die Ecke zu halten. Aber einen richtigen Auftrag habe ich damit halt nicht, ne? Also jedenfalls nicht so in dem Sinne. Er steht lange hinten drin. Hier steht es auch, Lage, Bommel wurde verwundet, liegt im Gang. Schlecht. Gib mir mal Feuerschutz. So, und wenn er ihm jetzt Feuerschutz gibt hier. Schieß dreimal. Das ist Käse. Du kannst, wenn er gibt ihm Feuerschutz und er rennt dann durch seine Feuerlinie. Was machen wir, wenn er wieder anfängt zu bekämpfen? Dann müsste er schießen. Das ist alles nicht sinnig. Schieß dreimal. Das ist mega. Das ist mega. Das macht er richtig gut. Okay, er kommt rübergelaufen. Und jetzt das, was Fritz jetzt macht, das ist mega. Wo ist der Medic? Okay, lass ihn hoch. Der Medic muss rüber. Er hat ihm quasi eine Sicherung gegeben mit seinem Strobo. Das ist richtig, also das hat er gut gemacht. Das ist auch super, weil er hat die Strobo nur knapp um die Ecke gehalten, weil viele Menschen, unter anderem ich, würde es auch so machen, da wo ein Lichtkegel ist, würde ich erstmal reinschießen, weil dahinter befindet sich meistens auch ein Ziel, was bekämpft werden muss. Aber das war richtig gut. Also das hat er sehr, sehr gut gemacht. Auch das hier, wie er sich das gerade aufgeschnitten hat, das war top. Ja, dein einfach Feuerstoß machen, ich zieh rein. Und? Das war gut, weil jetzt sehen wir, jetzt tritt er gleich einen Schritt nach vorne. Gut, er hat die Waffe in der falschen Hand, eigentlich am besten in beiden Händen, dann so nur, dass er knapp rausguckt. Oder wenn er jetzt Bommel holt, dann muss er einmal raustreten, ihm Platte geben, dass er seinen Rücken deckt. Dann schießt er in die Richtung, er tritt hier raus, dann kreuzen wir auch nicht die Schusslinie und ziehen den Verwundeten in die sichere Zone, also in den gelben Bereich. Und? So, Medic. Ja, stell die Waffe erstmal ab. Lass ihn herkommen, komm her. Komm weiter nach vorne. Komm, einer nimmt ihn hier erstmal. Komm rein. Dann rein, pass ihn ab. Komm in der Mitte. Warte, komm hier, zieh auf den Baum. Das mit der Strobo finde ich mega, dass er die auch nicht die ganze Zeit anhat, sondern immer so ein bisschen unterschiedlich und so, dass er da kurz was sieht, dann wieder aus, das ist top. Das macht er gut. Kurz abgeschwenkt den Raum und er hat hier auch wieder den, ja. Macht er gut, jetzt hier rechts den Raum hier, den muss jetzt einer nehmen, dass er den Raum dann gleichzeitig zeitgleich überlaufen kann. Dann hat er hier aber noch andere offene Bereiche. Das heißt, es müssten jetzt schon genug Leute mitkommen eigentlich. Und auf dem Flur ist auch immer, man arbeitet sich eigentlich von Raum zu Raum. Also entweder hast du immer gleich ein Team dran, was die Räume abarbeitet, dass du immer im Fluss bleibst. Weil das ist, du kannst nicht so lange auf dem Flur stehen. Auf dem Flur ist tot. Komm hier rechts den Raum. Jetzt muss den einer nehmen, dann kann er hier einmal umschwenken. Zap. Gebäude safe! Auch da wieder, wenn Leute vor dir sind, Waffe High Ready Position. Komm. Nicht zu lange auf dem Flur stehen, jetzt muss er die Langsicherung übernehmen, High Ready Position. Und dann muss hier schnell rein und am besten hinter denen. Nicht, er könnte jetzt hier auch in der Seite beschossen werden. Ja. Das ist super, nachgucken, wie viele Kugeln sind noch drin, damit ich ein Gefühl habe. Das wäre jetzt zum Beispiel im Moment für einen taktischen Magazinwechsel.
Komm, 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 komm. Komm. Und da sind wir bei der subjektiven Sicherheit. Sowas spreche ich vorher ab und so lange bleibe ich im Raum drin, weil Flur ist immer tot. Auf dem Flur muss es dann schnell gehen, da muss dann alles laufen. Das heißt, ich muss mir in den Räumen den Plan gemacht haben, kann auch um die Ecke pieken, dann gehe ich los und dann geht's Attacke. Aber hat er top gelöst, weil er hat schneller geschossen. Ich gehe rechts rein. Lucky Meinecke. Lucky Luke. Back, back, back. Hit. Und Hit. Ich hoffe, das Video. Und warum Hit? Da war er noch schneller. Warte, ich geh rechts rein. Back, back, back. Hit. Tote Ecke. Räume immer zu zweit nehmen. Das ist tatsächlich auch das Ende vom Video. Das soll es von meiner Seite gewesen sein. Da waren sehr, sehr viele coole Sachen drin von Fritz. Individuelle Sachen, das macht er tatsächlich echt gut. Bei den gruppentaktischen Sachen ein bisschen Verbesserungsvorschläge habe ich ja eben auch schon gegeben, hätte ich da schon, was die Feuerlinie angeht, auch wenn es Airsoft ist, weil es soll ja irgendwie schon realistisch sein oder halt auch nicht. Trotzdem müssen wir das als Sport betrachten. Und ich finde, Airsoft ist immer ein schwieriges Thema, weil man das Ganze nicht zu ernst nehmen darf. Wenn man es als Sport ernst nimmt, bin ich damit mega zufrieden, aber es ist kein realer Feuerkampf. Fand ich aber sehr, sehr cool. Ich bin, auch weil ihr es mir geschrieben habt, angetan, das Ganze mal auszuprobieren. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber Fritz, falls du das siehst, wenn du Bock hast, 2023 mal mit mir loszugehen und mir das ein bisschen zu zeigen, hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich sage gerne ein Abo dalassen, gerne einen Daumen nach oben geben. Bis zum nächsten Mal, euer Koni.